Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part von Anno 1800 und das ist ein Mist. Ihr könnt abschalten und wir sehen uns im nächsten Mal. Nein, die benötigen hier Arbeitskleidung und ich habe hier kurz mal geschaut. Hier ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Halt auf! Ah. Ich habe hier geswitcht von Fortschritt auf Typ, also Verbrauchsgüter und. Zum Beispiel beim Schnappes. Mal sowas hin. Das hat 3, passt nicht rein. Oh, warte mal. Wenn wir jetzt sagen, hier weg. Dann passt es perfekt. Dann haben wir auch eine Feuerwehr, falls was mal passiert, ne? Die wollen Kleidung haben. Krieg ich hin. 30. Okay. Die Frage. Wollen wir hier hinten? Ja, gut. Hier hinten ist eine... Wir müssen aktiv draufklicken, okay. Eine verlassene Kapelle. Aus Ziegel, die können wir noch nicht abreißen, weil wir Ziegel hier haben. Logisch, ne? Oh. Brandwahrscheinlichkeit gering, aber es ist da. Es ist nicht nichts, es ist gering. Immer so Zustand. Wie war das nochmal mit den Feldern hier? Ne? Stimmt, das könnten wir ja so machen. Dann hier auch 3 Felder. Oh, guck mal. Die verbindet es. Die verbindet es hier. Oh. Sorry. Gespeichert. Ich bin wieder zu hebelig. In meinem Endlosspiel habe ich hier nochmal 2 dran gepappt. Gut, das ist... 30. Da müssen wir nochmal eine hier ranpappen. Und jetzt, Marktplatz, Lagerhaus. Ich muss größer denken. Soweit ich weiß, in den älteren Annos muss das hier keine Verbindung haben, so aktiv. Aber ich weiß nicht. Probiert's oder sollen wir lieber hier mal einfach mal sowas ziehen? Einfach, dass es eine Verbindung hat. Und den Schnappes. Kartoffelhof. 30. Wir kriegen hier keine... Wir müssen mehr Leute herankarren. Wir müssen mehr bauen. Mehr und mehr und mehr. Acht.
Reicht noch für eins. Was gibt's jetzt? Ach du schon. So, das gibt's nämlich auch hier. Guck mal an. Ein Blaupausenmodus. Das heißt, wir können bauen, wie wir fröhlich sind, ohne irgendwie was. Ja. Mal kurz, wenn wir jetzt hier. Nee. So vielleicht? Dann müssen wir das Ganze hier nochmal... Geht das? Ja, wunderbar. Können wir das auch... Das können wir auch drehen. Wenn wir das hier... ein weniger machen. Nein, nicht so weniger. Oh, ich bin doof. So weniger dafür dann... Na gut, sind es halt nicht komplett die. Aber die drei Felder kriegen wir auch so hin. Hier können wir nicht bauen. Können wir es jetzt auch? Ich probiere mal was. Oh, schade. Er dacht, yay, wir können einfach, was? Oh. Upgraden. Wie viel haben wir hier? 3. So, Blaupause weg. Ein Stück, okay. Komm, 48. Wir bauen halt hier. So, noch einmal 4 rein. Egal. Spielstand gespeichert. Haben wir genug. 2 Bretter kriegen wir hin. Zum Glück denn. Blaupause. Von hier hin. Guck mal an, hier gibt es Fässer drin. Die sieht man hier gar nicht. Und schade eigentlich. Oh, ich darf natürlich nicht solche große... Darf nicht solche große Wege haben hier. Wir müssen fast den hier hinkarren. Scheiße. Nein. Genau das geht nicht, was ich wollte. Schade. Gut, machen wir hier hin. Geht nicht anders, egal. Endlich gibt es wieder was zu essen. Okay, sie haben alles das, was sie brauchen. Den Stuckes. Die sind glücklich. Die haben auch Marktkleidung und den Fisch sieht jetzt so. Fisch. Ich muss mich wirklich irgendwie sagen, dass ich mich hier vielleicht platziere, ne? Hier passiert so nichts, außer natürlich. Schließlich bekam die dumme Kuh Hühneraugen. Also sagte ich, halt deine Füße gesund, sonst kannst du nicht arbeiten und deine 6 kleinen Mäuler stopfen. Oh.
kann man sehr viel am Rädchen drehen. Produktivität für weiß der Geier was. So, wie sieht's mit dem Schnaps aus? Warum wird das... Das wird jetzt von hier aus dahin... Jetzt wirklich. Das ist schlau, guck mal. Sauber. Das läuft auch hier. Wunderbar. Oh, wunderbar. Bin froh. Brauchen wir 10 Stück. Wir haben 9. Okay. Fit. Wenig Leute. Oh, was haben wir denn hier Wunderschönes? Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Ehrliche Arbeit kriegen wir nicht hin. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer Gans vergelten. Ich weiß nicht mal, was ich hier fotografiert habe. Ich habe aber irgendwas fotografiert. Wow! Du machst Mücken aus Elefanten. Das wird eine lange Reise. Was ist denn hier los? Sind wirklich... Wo solche Handelsposten sind, sind da wirklich... Ist hier viel im Gange? Nö. Guck mal, 60%, wir kriegen es hin. Wir sind mal glücklich. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Wir sind glücklich, ich glaub's kaum. Wer mag das nicht? Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten, der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Jetzt. Zahle sofort deine Schulden oder verhöker, was immer du noch hast. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Wäre ich von dir abhängig, wäre ich jetzt so gut wie verloren. Da kriege ich mal der Schnaps zu 100% rein und dann soll man auch lagern? Gespeichert. Ja, okay, gut, wir. Mach 9. Familienbande. Reiton. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Wäre ich von dir abhängig, wäre ich jetzt so gut wie verloren. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Jo. Bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Wie jetzt? Du Affenululu! Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast... Sag mir, dass du einmal... schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Arsch. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Nee. Glaube nicht. Wirklich nicht. Guck mal, jetzt haben wir hier das wunderschöne Ding. Haben wir hier eins, da eins. Eine wunderschöne Kette. Und leider immer noch im Minus. Da müssen wir bilanztechnisch noch was machen. Cool.
Jetzt Ziegel dran, das ist erst für die nächste Stufe. Unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Wie? Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Oh, die haben sogar einen Touristenmagnat. Ach. Jetzt wirklich. Hätte mich dein Vater nur gelassen, wir hätten all das gemeinsam aufbauen können. Nur eine Fischerei. Das ist wahrscheinlich alles optimiert hier bis zum letzten Quadranten. Mann, wie das gebaut wird hier. Einfach irgendwie. Oh. Er baut jetzt nicht sein. Der Arsch. Was ist hier für ein Gebäude? Investorenhaus. Weil es nicht alles gibt, Investoren. Aber wir müssen auch irgendwie dann so bauen, wenn wir so weit mal sind. Ach, da hinten. Also hier. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward, kann uns mal. Ob ich ihnen noch mehr borgen kann. Ich bin auf Edwards Insel aufständige Mob. 5 Mobs. Na gut. Es regnet gerade, oder was? Wisst ihr was? Oh. Ein Mob. Wow. Das ist ja ein Riesenhafending. Scheiß die Wand an. Sind wirklich viele Sachen hier. Wir haben hier so eine schöne Parkanlage. Zwischendurch einfach mal. Da hinten noch, guck mal. Hier. Und hier. Ein Leben fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Oh oh. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Jo, bestimmt. Spielstand gespeichert. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders.
die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Hoppala. Es ist immer so. Jo, wir haben ein Schiff, guck mal an. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Ausbauen. Geht nicht. Arbeiter. Oh-oh. Jo. Wir probieren mal was. Guck mal hier, wir haben ein Ausbau-Dingensbomens. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die wollen jetzt plötzlich Wort. Und wie doof ist nun nächste Zauber? Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Ich habe immer noch minus 12. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Guck mal an, was sie hier für ein wunderschönes Dörfchen hat. Archibald Blake. Dann unserer... Ja gut. Nur noch vier Arbeit? Also vier Dinger. Guck mal hier. Wenn ich Ziel produzieren, wenn wir so weit sind. Dann natürlich arschweit, aber ist hier bloß. Spielstand gespeichert. Ja, was ist das? Das Level? Ja, Level. Ditchwater. Bauern, Arbeitern, Unterhalt. Plus 67. Es geht. Wir sind in den schwarzen Zahlen und damit würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, denn jetzt habe ich wieder für. Und dann nicht durchgequatscht. Beziehungsweise nicht durchgequatscht, aber durchgemoderiert, was auch immer. Meldtüten, Arbeiter, wir müssen die Siedlung extrem vergrößern. Ich denke mal, da sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Vielen Dank, das war's. Tschüss und ciao.